Es ist wieder Leben eingekehrt. Anderthalb Jahre nach der Katastrophe entsteht im Eifelzoo in Lünebach eine neue Welt. Und er schafft sie mit. Stefan Terlinden, gelernter Tierpfleger und neuer Zoochef in der Eifel. Oder soll die Mama das machen? Ja, einfach. Und wenn die Finger dreckig sind, einfach am Kopf abwaschen. Super, du hast aber eine feuchte Nase, du. Die Kulisse ist halt einzigartig. Das kann man halt einfach nicht nachbauen. Das ist halt von der Natur geschaffen. Und das sind halt Sachen, ja, die faszinieren mich. Ich denke, die faszinieren alle Leute. Und wenn dann halt noch die dementsprechenden Tierarten in solchen Anlagen präsentiert werden, dann ist es halt einfach ein Erlebnis. Lünebach, Juni 2018. Nach Starkregen tritt der Bach über die Ufer, wird zum reißenden Fluss, in dem Dutzende Tiere ertrinken. Noch immer läuft der Wiederaufbau. Für das kleine Team eine Mammutaufgabe. Müssen wir gleich mal gucken. Also die Ziegen sollen ja drunter passen nur. Alle anderen ja nicht. 1,19. Und da bist du dann auf einen Meter, gehst du da? Jetzt bin ich auf einen Meter. Stefan Terlinden hat in Duisburg gelernt und in Deutschland und Australien als Tierpfleger gearbeitet. In Lünebach ist er zum ersten Mal Zooleiter. Ich bin ja halt auch immer noch trotz allem täglich mit in der Tierpflege drin, soweit ich es halt mit allem vereinbaren kann. Und so geht es dann halt Stückchen für Stückchen. Und das halt das, was mich auch an dieser Position gereizt hat, dass halt selber seine Ideen einbringen, selber entwickeln. Stefan Terlinden und die Besitzer wollen sich im Eifelzoo auf Tiere der Nordhalbkugel konzentrieren. Die Gehege sollen größer werden und für die großen und kleinen Besucher erlebbarer, vor allem die Nordamerika-Anlage. Ich sag mal, wenn dann nachher auf dieser großen Anlage eine Gruppe von 100 Präriehunden irgendwo rumwuselt, ich sag mal, dann guckt einer da hinten aus dem Loch und die nächste Gruppe ist irgendwo ein bisschen weiter weg. Also das wird, zumindest stelle ich es mir im Moment gerade so vor, dass es halt richtig schön für den Besucher wirkt. Und für mich selber natürlich auch. Na, ihr beiden. Ja. Einen Ausreißer auf die Südhalbkugel gibt es. Nach Australien, wo die Dingos Fraser und Jumper herstammen. Ein Zugeständnis an seine Zeit als Tierpfleger auf dem fernen Kontinent. Es gibt ja halt in Australien die Möglichkeit, mit einem Koala zu kuscheln oder halt auch in anderen Zoos werden andere Tiere dafür genutzt. Und wieso sollen wir sowas nicht halt mit unseren beiden Dingos hier nutzen? Ne? Das ist halt wirklich, ich sag mal, treff den Dingo oder meet the Dingo. Und ja, ich denke, da hätten einige Leute Spaß dran, wenn sie mal die beiden lieben Jungs hier ein bisschen streicheln könnten. Bis alles umgesetzt ist und das Konzept voll aufgeht, könnte es 5 Jahre dauern. Kann der Eifelzoo wirtschaftlich so überleben? Von der Lage ist es erstmal einmalig. Natürlich vom Einzugsgebiet ist es halt nicht ganz einfach, aber ich sag mal, wir haben halt Luxemburg als direkten Nachbar. Dann haben wir halt, ich sag mal, Köln drumherum. Die Niederländer sind sehr stark vertreten in den Ferien. Und es muss halt alles wachsen. Und ich sag mal, durch gute Werbung und durch auch ein gut aufgestelltes Team im Park kriegen wir das alles hin und wir wachsen halt mit den Aufgaben. So lange hofft er auf Spenden und auf die Hilfe Freiwilliger. Und vor allem, dass seine neue Welt von Flutkatastrophen verschont bleibt.